Kann losgehen. Ja, herzlich willkommen zu unserem Mobilitätswende-Kongress. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, es ist ein anderer Kongress, als wir ihn uns vorgestellt hatten. Wir sind in der Halle, in der viele Leute Platz hätten, aber wir sind eben nicht viele Leute hier, sondern nur diejenigen, die heute diskutieren und die Grußworte sprechen. Die Person wird meine Kollegin Jutta Blatzheim-Rögler nachher vorstellen. Ich möchte nur einige Worte sagen zum Kongress und zu der Diskussion. Ich bin Bernhard Braun, der Vorsitzende der Grünen Landtagsfraktion, und es ist ein Kongress der Landtagsfraktion, weil wir im Landtag nächste Woche das neue Nahverkehrsgesetz beraten werden. Das ist ein Gesetz, das wir in der Koalition ausgemacht haben. Ich habe mir heute sogar ausgedruckt noch einmal die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Und da steht, wir werden sehr zeitnah gleich am Anfang der Legislatur, das ist jetzt 5 Jahre her, einen Entwurf erarbeiten. Und dieser Entwurf ist tatsächlich erarbeitet worden, auch sehr zeitnah. Aber es hat eben länger gedauert, bis er diskutiert worden ist. Und wir haben in dieser Legislatur die letzte Sitzung im Januar, und da wird auch das Nahverkehrsgesetz verabschiedet werden. Und wir freuen uns natürlich, gerade als Grüne, dass wir ein solches Gesetz auf den Weg bringen können und dass wir es endlich geschafft haben, in dem Gesetz auch dann zu verankern, aber darüber wird ja auch die Diskussion noch gehen, dass der Nahverkehr gestärkt wird in Rheinland-Pfalz. Also dass Busse und Bahnen besser getaktet werden und noch besser als es in Rheinland-Pfalz, wo wir ja den Rheinland-Pfalz-Takt schon haben bei den Bahnen, jetzt auch für die Busse diesen Takt geben soll, und dass wir sozusagen Vorfahrt für den öffentlichen Nahverkehr auf den Weg bringen. Natürlich muss am Schluss dieses Gesetz auch mit Geld unterlegt werden, weil das ist nun mal so, im Nahverkehr braucht man Geld und verdient nicht unbedingt sich eine goldene Nase. Und deswegen werden wir im Landtag auch in der nächsten Wahlperiode darüber zu reden haben, wie dieses Geld organisiert wird und wie dann auch die besseren Angebote organisiert werden. Wir nennen unseren Kongress Mobilitätswende-Kongress, weil es um die gesamte Mobilität geht. Dazu wird, glaube ich, im Grußwort von Anne Spiegel, unserer Spitzenkandidatin und Umweltministerin, nachher noch zu hören sein. Es geht um die gesamte Mobilität, nicht nur um den Nahverkehr, sondern es geht darum auch, wie komme ich von A nach B, wie gibt es eine Garantie, von A nach B zu kommen, und wie schaffe ich das bequem und aber auch so, dass ich zügig vorankomme und nicht ewig lange warten muss. Das umfasst Fahrradverkehr genauso wie Mobility on Demand, das umfasst Carsharing genauso wie Zugfahrten, und das umfasst natürlich auch in Mainz zum Beispiel die Planung für die Wasserstoffbusse, wo wir aus Wasserstoff, den wir aus erneuerbaren Energien gewinnen, dann tatsächlich den Treibstoff für Busse machen. Und das ist das, diese Sektorenkopplung bei der erneuerbaren Energien, die wir auch haben wollen. Wir wollen diesen Nahverkehr auch stärken, weil er eben CO2 einsparen will und soll, und weil wir insgesamt das Ziel haben, eine klimaneutrale Zukunft zu haben. Also viele Themen auf einmal, aber wir werden die sortiert, so wie ich das sehe, sortiert auch diskutieren nachher. Und ich wünsche große Freude an dem Kongress. Ich kann jetzt nicht sagen, bedient euch, bedienen Sie sich an den Brötchen, die wir da haben, und an den Getränken. Ich hoffe, das hat jeder zu Hause am Tisch und aus dem Kühlschrank schon geholt. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier auch in der Steinhalle unter Corona-Bedingungen so einen Kongress abhalten können. Vielen Dank vor allem an die, die es organisiert haben, an die, die dafür geworben haben, an die, die heute Abend auch da sind, und natürlich an die, die zuschauen. Fragen können gestellt werden, das wird nachher alles noch erklärt. Herzlichen Dank und viel Spaß. Dankeschön, Bernhard, für dein Grußwort. Zunächst auch von mir einen guten Abend an alle, die jetzt dazugeschaltet sind. Und ich verspreche, es wird ein spannender Abend. Ich bin Jutta Blatzheim-Rögler, die verkehrspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion, und darf heute Abend
durch den Abend führen, darf die Moderation übernehmen. Als erstes möchte ich unsere externen Gäste vorstellen. Wir haben 3 externe Gäste eingeladen. Einige Stichworte dazu. Wir brauchen vor allem Alternativen, Stichwort grüner Wasserstoff, um auf der Schiene, beim Schwerlastverkehr eine möglichst saubere Mobilität zu gewährleisten. Und dafür haben wir als Experten Herrn Professor Dr. Oliver Türk eingeladen. Herzlich willkommen. Er ist seit 2010 Professor für nachwachsende Rohstoffe, Biobrennstoffe, industrielle Biotechnik an der TH Bingen. Außerdem ist er wissenschaftlicher Leiter der Transferstelle für rationelle und regenerative Energienutzung. Und er arbeitet auch als Gutachter. Er hat beispielsweise für unsere grüne Landtagsfraktion ein Gutachten erstellt zu Potenzial und Grundlagen für eine grüne Wasserstoffstrategie in Rheinland-Pfalz. Nochmal herzlich willkommen, Herr Dr. Türk. Als zweites möchte ich gerne Frau Dr. Kerstin Ulrich Ihnen vorstellen. Frau Dr. Kerstin Ulrich steht für Mobility on Demand in Neustadt an der Weinstraße, denn es kommt auf die Vernetzung der Verkehrsträger an, wenn wir von einer Mobilitätswende sprechen. Das heißt, ÖPNV, Fahrrad, On-Demand-Verkehr, all diese Sachen sind sehr wichtig. Frau Dr. Ulrich ist Marktforscherin und ihr Credo ist, wenn ich es richtig verstanden habe, Mobility on Demand ist eine innovative Ergänzung des herkömmlichen ÖPNV und stellt Mobilität passgenau und umweltverträglich dann bereit, wenn sie gebraucht wird. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ulrich. Und unsere dritte Gästin in der Runde ist wahrscheinlich zumindest den Grünen ein bekanntes Gesicht. Sie ist ein gern gesehener Gast auf unseren Mobilitätswendekongressen, Katrin Eder. Katrin Eder ist seit 2011 Beigeordnete und Dezernentin für Umwelt, Grün, Energie und Verkehr der Stadt Mainz. Und sie setzt sich als Dezernentin unbeirrbar und zäh, sage ich mal, für eine klimafreundliche Mobilität in Mainz ein. Herzlich willkommen auch dir. Bevor wir mit Ihnen drei in die Diskussion treten, möchte ich aber noch ein Highlight des Abends ankündigen. Wir freuen uns ganz besonders über unseren Gast, Anne Spiegel. Anne Spiegel ist seit dem 1. Januar als Staatsministerin auch für den Geschäftsbereich Umwelt zuständig. Umwelt, Klima, Mobilitätswende, das ist ein Dreiklang, der zusammengehört. Und Anne, ich möchte dich bitten, jetzt uns ein paar Stichpunkte und einen Input für unseren Mobilitätswende-Kongress heute Abend zu geben. Danke. Ja, danke, liebe Jutta. Danke auch, lieber Bernhard Braun, für die Einladung. Ich finde es toll, dass die Grüne Landtagsfraktion sich dem Thema Verkehrswende widmet. Das ist ein ganz wichtiges Thema und ich finde, es sind auch wirklich ganz, ganz spannende Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer eingeladen. Herr Professor Türk, Frau Dr. Ulrich, liebe Dezernentin Katrin Eder. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und ein Grußwort halten kann, nicht nur als Ministerin für die Geschäftsbereiche Umwelt, Klimaschutz und Energie, sondern auch als Ministerin für Familie, Jugend und Integration ist mir das Thema Mobilitätswende ein besonderes Anliegen. Warum? Weil Mobilität natürlich jede und jeden auch betrifft. Nicht nur, wenn es darum geht, wie komme ich zur Schule, zur Ausbildung, zur Arbeit. Nein, unser ganzer Alltag ist ja geprägt von Mobilität und von daher ist das auch ein ganz zentrales Thema. Ja, und meine sehr geehrten Damen und Herren, angesichts der Klimakrise müssen wir aber besonders im Mobilitätsbereich die Emissionen dringend senken. Es gibt dort große Potenziale, die wir noch nutzen können, um dort die Emissionen runterzukriegen. Es ist so, dass nach wie vor ein Viertel der Treibhausgase auch im Mobilitätsbereich
entstehen. Und wir haben in Rheinland-Pfalz eine Pendlerquote von 72%. Das entspricht 1,25 Millionen Personen. Und das macht, glaube ich, klar, über welches Potenzial wir auch sprechen, wenn wir hier im Land von einer Mobilitätswende sprechen. Und damit sich eben auch immer mehr Menschen entscheiden, dass sie das eigene Auto auch häufiger stehen lassen oder vielleicht auf ein eigenes Auto verzichten oder sich kein Auto mehr anschaffen wollen und in Zukunft autofrei leben können, brauchen wir eben auch gute Angebote des Nahverkehrs und Anbindungen vor Ort, auch und gerade in den ländlichen Räumen. Wir brauchen eine funktionierende Vernetzung des Angebots und wir brauchen günstige Tickets aus einer Hand, aber auch flexible Angebote on demand, sowie selbstverständlich auch Sharing-Angebote für Pkw und Fahrräder und eine gute und sichere Radweginfrastruktur. Und genau das, was ich eben geschildert habe, was mit der Mobilitätswende zusammenhängt, das sagt auch das neue Klimaschutzkonzept des Landes Rheinland-Pfalz, das wir im letzten Jahr als Landesregierung beschlossen haben. Besonders gefreut habe ich mich über die große Beteiligung der Öffentlichkeit. Es gab Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Kommunen, Interessensgruppen, die sich insgesamt mit über 4.300 Kommentaren und Bewertungen und neuen Maßnahmenvorschlägen eingebracht haben und dazu beigetragen haben, dass insgesamt 107 Maßnahmen entstanden sind und ein großer Schwerpunkt dieser Dinge, Sie ahnen es, ein großes Thema war dabei auch die Mobilität. Insgesamt 23 Maßnahmen beschäftigen sich damit, ganz konkret wie die öffentliche Ladeinfrastruktur, die Etablierung alternativer Antriebe, klimaneutrale Mobilitätskonzepte, Vergünstigungen im ÖPNV, Gästetickets für Touristinnen und Touristen, Konzepte zur Stärkung des Radverkehrs, aber auch die Reaktivierung und Elektrifizierung von Bahnstrecken, Mobilitätsstationen, aber auch Tempobeschränkungen dazu beitragen können, die Mobilität klimafreundlich gestalten zu können. Die breite Öffentlichkeitsbeteiligung bedeutet dabei eben nicht nur Legitimation, sondern sie zeigt auch ein Stück weit, dass das Thema die Menschen umtreibt. Und mein Eindruck ist, dass viele Menschen in ihrem tagtäglichen Denken und Handeln auch schon viel weiter sind, als es bislang so die ein oder anderen politischen Rahmenbedingungen sind. Ich möchte, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf drei zentrale Aspekte eingehen, die ich für besonders dringend halte und möchte anfangen mit dem ÖPNV. Wir brauchen den Ausbau des ÖPNV in ganz Rheinland-Pfalz mit dem Nahverkehrsgesetz, wo die grüne Fraktion sich ja auch intensiv eingebracht hat, ist, denke ich, jetzt eine gute Grundlage gefunden worden. Aber jetzt muss es an den konkreten Ausbau gehen. Und da denken wir eben auch an Schienenreaktivierungen. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig muss es aber auch um eine Bezahlbarkeit des ÖPNV gehen. Und deshalb ist eben auch die Frage, ob man nicht ein 365-Euro-Ticket einführen könnte, eine sehr, sehr wichtige. Also beim ÖPNV gibt es noch jede Menge zu tun und da müssen die Konzepte auch so individuell und unterschiedlich sein, wie es auch die Regionen von Rheinland-Pfalz sind. Denn natürlich kann man auch in Mainz beispielsweise mit der Straßenbahn, ganz tolles Projekt, was ohne Katrin Eder, glaube ich, nie das Licht der Welt erblickt hätte, mit der Mainzelbahn ganz andere Wege gehen, als es in den ländlichen Räumen der Fall ist, wo wir dafür sorgen müssen, dass über regelmäßige, gute, verlässliche Busanbindungen beispielsweise dort auch wichtige Lücken geschlossen werden. Ein zweiter Punkt ist die Fahrradinfrastruktur. Und ich komme auch gerade von einer Podiumsdiskussion mit der Handwerkskammer in Koblenz. Und ich finde, gerade wenn man auch so in Koblenz unterwegs ist, man spürt richtig diese Aufbruchsstimmung dort. Und dass sich viele auch auf den Weg machen, mehr das Fahrrad benutzen zu wollen. Und das gilt aber nicht nur für die Städte in Rheinland-Pfalz, sondern über die E-Bikes ist hier auch ein großes Potenzial entstanden, dass auch in den ländlichen Räumen immer mehr Fahrräder, immer mehr E-Bikes auch möglich sind. Und was brauchen wir? Wir brauchen eine gute
Infrastruktur, sprich Radwege. Und ich glaube, deshalb muss ein besonderes Augenmerk auch auf den Ausbau der Radwege im Land gelegt werden, damit es eben auch einfach sicher ist und Spaß macht, sich mit dem Fahrrad bewegen zu können. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Pendlerinnen und Pendler. Meines Erachtens stecken hier auch große Potenziale im Bereich des nachhaltigen Tourismus, wenn wir hier eine sehr gute Infrastruktur haben. Und der dritte Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, der ist, mir fiel der Begriff Antriebswende ein, aber ich versuche es mal etwas weniger technisch zu formulieren. Wir müssen wegkommen vom Verbrennungsmotor, hinkommen auch, die Antriebe der Zukunft stärker nach vorne zu bringen. Das ist einerseits die E-Mobilität, aber andererseits natürlich auch grüner Wasserstoff als eine ganz wichtige Ressource der Zukunft, um hier auch einen klimafreundlichen Antrieb auch bieten zu können und hier auch die richtigen Impulse zu setzen, damit dieser Weg weitergeht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das sehe ich auch als Aufgabe im Umweltministerium und deshalb haben wir jetzt ganz aktuell diese Woche auch Wandladestationen vorgestellt, eine Förderung dafür, damit man sich neben Photovoltaik und Speichern auch hier entsprechend die Infrastruktur für die E-Mobilität mit fördern lassen kann und anschaffen kann. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist jetzt ein kleiner Rundumschlag und viele Mobilitätsthemen, die einen umtreiben, wenn man sich auch mit dem Bereich Klimaschutz beschäftigt. Und ich glaube, ich konnte verdeutlichen, dass da noch viele Potenziale drinstecken. Und ich möchte mich abschließend ganz, ganz herzlich bedanken, auch bei der Grünen Landtagsfraktion, die dem Thema Mobilitätswende auch mit großem Nachdruck und Vehemenz, das weiß ich, vor allen Dingen bei der verkehrspolitischen Sprecherin Jutta Blatzheim-Rohr, dass sie nicht nur genau Bescheid weiß, egal um welches Projekt es geht, sondern dass sie hier auch sehr vehement dahinter ist. Aber das gilt natürlich auch für Bernhard Braun, den ich öfters mal mit dem E-Bike zum Parlament fahren sehe oder auch privat mit dem Fahrrad durch Ludwigshafen fahren sehe. Also ich glaube, es ist immer wichtig, auch gleichzeitig zu zeigen, dass man nicht nur darüber redet, sondern es ganz konkret auch selber umsetzt. In diesem Sinne, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Ihnen einen inspirierenden Abend wünschen. Ich möchte abschließend nochmal unterstreichen, dass wir alles tun müssen, um die Emissionen auch im Bereich der Mobilität zu senken. Und wir werden nicht alles nur auf Landesebene erreichen. Und deshalb ist es wichtig, dass man hier auch alle politischen Ebenen mitdenkt. Und dann lassen Sie uns gemeinsam auch Schritte gehen in eine klimaneutrale Zukunft. Ich freue mich auf die Inputs heute Abend. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Anne Spiegel, für diesen Input. Es sind ja schon wichtige Punkte angesprochen worden. Bevor wir jetzt hier in die Diskussion kommen, ich die erste Leitfrage an unsere Expertinnen und Experten stelle, möchte ich noch ein bisschen auf das Ambiente hinweisen, in dem wir tagen. Sie sehen hinter uns Steine, es sieht sehr antik aus. Wir haben ein modernes Thema, warum dann nicht auch in antiken Räumen? Das ist der Tatsache geschuldet, dass wir im Teil des Interimsplenarsaals tagen. Wir sind hier in einem Teil des Landesmuseums in der sogenannten Steinhalle. Und das ist eben auch ein Ort, in dem wir eine Veranstaltung wie diese unter den gegebenen Umständen durchführen können. Das noch zur Erläuterung der Steine. Ich möchte die erste Frage an alle drei stellen. Ich würde Herrn Dr. Türk bitten, gleich zu beginnen, dann vielleicht Frau Dr. Ulrich und Katrin Eder zum Schluss. Mich würde interessieren, welche Aspekte aus Ihrer Sicht in den Debatten um die Mobilitätswende oft zu kurz kommen oder anders gesagt, welche Chancen sehen, welche Potenziale sehen Sie noch, die wir hier in Rheinland-Pfalz besser nutzen können? Herr Dr. Türk. Also im Titel der Veranstaltung steckt viel Wahrheit, finde ich. Es ist über die Mobilitätswende zu reden, auch wenn natürlich wir auch über alternative Antriebe reden müssen.
aber das Konzeptionelle spielt die große Rolle und sehen Sie es mir nach, dass ich wieder mein Beispiel Oslo bringe. Natürlich hält man mir dann immer entgegen, dass dort mit sehr viel Geld sehr viel erreicht worden ist, das stimmt, aber wir können dennoch was daraus lernen, weil das Beispiel Oslo, ich verfolge das so lange, wie ich mich mit nachhaltiger Mobilität beschäftige, nämlich seit 11 Jahren, und das Beispiel Oslo zeigt, ob es jetzt batterieelektrische Fahrzeuge sind oder andere eben konzeptionelle Fragen, dass die Lösungen bequem sein müssen für die Menschen. Die meisten von uns haben einen sehr komplexen Alltag, den sich viele auch ohne Auto gar nicht vorstellen können. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass wenn wir da diese Mobilitätswende schaffen wollen, dass wir es für Berufstätige, die Familie haben, Kinder haben, wir müssen das bequem machen, dann wird das angenommen. Und das zeigt Oslo meines Erachtens unheimlich beispielhaft. Natürlich hat man dort, um jetzt batterieelektrische Mobilität voranzubringen, unheimlich viel Geld in die Hand genommen und hat zahlreiche Incentives gemacht, Steuervergünstigungen oder Wegfall von Steuer, Kfz-Steuer, die sogenannte Luxussteuer, die Mehrwertsteuer, kostenloses Parken, kostenloses Tanken, keine City-Maut, Busspur benutzen, was ja zu großen kontroversen Diskussionen dann auch geführt hat. Aber diese Bequemlichkeit, die hat dazu geführt, dass es diesen Durchbruch bei der batterieelektrischen Mobilität dort gibt. Und die machen genauso weiter. Die haben die Durchfahrt von Ost nach West in der Innenstadt quasi unmöglich gemacht, also zumindest überirdisch. Unterirdisch durch den Tunnel geht es natürlich. Und die Einzelhändler waren erst strikt dagegen, hatten Existenzängste, und nach kürzester Zeit sind sie umgeschwenkt und haben gesagt, Mensch, das ist so ein Gewinn an Lebensqualität in der Innenstadt, dass die Leute plötzlich mehr einkaufen als zuvor. Und da könnte ich jetzt noch ganz viele Beispiele nennen, weil ich da inzwischen auch Freunde habe in der Stadtverwaltung. Und daraus sollten wir lernen und auch keine Verbotskultur aufbauen, auch wenn es manchmal sicher Verbote braucht. Tempo 30 ist, wenn man so will, ja auch ein Verbot. Aber ich muss die Alternativen so attraktiv machen, dass es die Leute eigentlich von ganz alleine machen, auf die Alternativen zu gehen. Das ist meine tiefe Überzeugung zu dieser Frage. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Türk. Sie haben vor allen Dingen die Nutzerinnenfreundlichkeit jetzt in den Mittelpunkt gestellt. Und ich glaube, das ist, wenn man Politik umsetzen will, mit Sicherheit immer ein guter Ratgeber. Frau Dr. Ulrich, ich bin gespannt auf Ihre Antwort und was Sie vor allen Dingen auch noch uns mitgeben können, was wir in der Politik von Rheinland-Pfalz noch besser machen. Ich würde gerne auf drei Aspekte eingehen. Zum einen würde ich mir wünschen, das hatte ja auch dann die Frau Anne Spiegel auch schon angeregt, dass wir eine deutlich stärkere Differenzierung vornehmen, was die Mobilitätsbedürfnisse betrifft. Das heißt, ein urbaner Raum hat ein ganz anderes Mobilitätsbedürfnis als der ländliche oder der kleinstädtische Raum. Dort ist die Autoabhängigkeit viel größer. In Ballungsgebieten hingegen haben wir in der Regel eine gute Abdeckung mit sämtlichen ÖPNV-Möglichkeiten oder anderen Mobilitätsoptionen. Das gibt es im ländlichen, kleinstädtischen Raum eben nicht. Und da müssen wir stärker differenzieren. Und wir müssen die Lösungen so regional und auch lokal anpassen, dass sie eben für die Menschen eine sehr bequeme, wie Sie richtig sagten, bequeme Möglichkeit, eine Alternative zum Auto darstellen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, und da bin ich vielleicht ein kleines bisschen mit Professor Türk nicht ganz einverstanden, diese Pull-Faktoren, also eine 365-Euro-Ticket, Verbilligung von Tickets, oder eine gute Radwegeinfrastruktur, gute Alternativen, das ist sicherlich absolut notwendig. Da sind wir ein relatives Schlusslicht bei unserer Autokultur. Aber wir kommen nicht umhin, bei der Kultur von Autofokussierung, die wir hier haben, die Jahrzehnte geprägt ist und die unseren Alltag prägt, wir werden nicht umhin kommen, da bin ich ganz sicher, dass wir auch sogenannte Push-Faktoren ziehen müssen. Das bedeutet eben eine Parkraumbewirtschaftung stärker als bislang. Wir werden nicht umhin kommen, auch über Einfahrverbote zu sprechen. Wir werden nicht umhin kommen, vielleicht auch die Anwohnerparkscheine zu reduzieren auf einen pro Haushalt und nicht wie man so viel, wie man haben möchte. Ich denke, wir kommen nicht umhin, dass wir Pull- und Push-Faktoren nochmal neu austarieren. Das wird bei Politikern ungern gehört, weil natürlich Pull-Faktoren deutlich leichter sind, sie sind einfacher umzusetzen und sie tun nicht weh. Aber langfristig kommen wir nicht umhin, das zu machen, weil wir ansonsten die Verkehrswende nicht so schnell schaffen, wie wir es müssen.
Und der dritte Aspekt, und das ist der Punkt, wo ich eigentlich am meisten auch mich zu Hause fühle oder wo ich am meisten auch zu arbeite, ist natürlich das Thema ÖPNV oder Nahverkehr. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir den Nahverkehr deutlich anders denken müssen. Wir müssen ihn radikal umdenken. Im Moment ist es ja so, dass der Nahverkehr sich selber als Garant der Daseinsvorsorge begreift. Wir müssen dahin kommen, dass alle Verkehrsstakeholder im ÖPNV, gerade auch die Verkehrsverbünde, stärker dahin kommen, dass sie sich als einen ganz, ganz relevanten Player bei der Verkehrswende begreifen, dass sie verantwortlich sind für die Senkung des CO2-Ausstoßes im Sektor Verkehr. Und das haben sie noch nicht, meiner Meinung nach, für die Verkehrsverbünde noch nicht so ganz verinnerlicht, sondern sie sehen sich immer noch als diejenigen, die dafür sorgen, tragen, dass eben Mobilität gewährleistet wird. Wenn einmal in der Stunde ein Bus fährt, ist gut. Aber ich denke nicht, dass wir bei Anteilen am Modalsplit von nur 3%, wie in weiten Teilen ja auch ist, dass wir da von einem Erfolgsmodell reden können, sondern wir müssen dann eben radikal umdenken, den Nutzer in den Fokus stellen. Was will der Nutzer und die Nutzerin haben? Was braucht sie bei unserem sehr komplexen Alltag, wie Sie ja referiert hatten, Herr Professor Türk? Was braucht es da an Lösungen, um die Nutzer zum Umsteigen zu bewegen auf den ÖPNV? Das sind die drei Aspekte, die ich gerne mehr berücksichtigt hätte in dem ganzen politischen Diskurs. Ich danke Ihnen, Frau Dr. Türk. Nee, Ulrich. Frau Dr. Ulrich, sorry, nicht, dass ich hier kein Thema. noch Konflikte heraufbeschwöre. Katrin Eder ist die Praktikerin hier auch, was den städtischen Verkehr zumindest angeht in der Runde. Und ich bin gespannt auf Ihre Analyse und Antwort. Ja, vielen Dank. Es ist ja schon ganz viel gesagt worden und die Anne Spiegel hat es gesagt. Ich glaube, der Aufhänger muss sein, dass wir das Ziel haben, die Klimaziele zu erreichen. Und wir stellen ja schon fest, dass der Verkehr hier unser Sorgenkind ist in Deutschland. Also zumindest wir für Mainz können sagen als Kommune, dass wir feststellen, dass die Industrie ihre Hausaufgaben macht, auch die Privathaushalte langsam ihre Hausaufgaben machen. Aber obwohl wir jetzt hier in der Stadt ja ganz viel gemacht haben im Verkehr, bei einer steigenden Einwohnerzahl die CO2-Emissionen im Verkehr stagnieren. Bundesweit steigen sie ja sogar nach wie vor. Und es wurde schon ganz viel gesagt. Wir haben in Rheinland-Pfalz tatsächlich die Thematik, dass wir hier vielleicht in Mainz so ein bisschen im Eldorado uns bewegen. Also ich selbst habe zum Beispiel vor 2 Jahren mein eigenes Auto abgeschafft und versuche wirklich, mich auch ohne Auto von A nach B zu bewegen. Und das funktioniert schon. Wir haben in Mainz auch nur noch einen Anteil der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden, von 32%. Es geht noch besser, wie Freiburg zum Beispiel, das ja im Bereich von 20% hat. Aber ich würde sagen, wir sind für Rheinland-Pfalz, sind wir hier absolut spitze. Aber das verändert sich schon, sobald wir hinter Ebersheim hinausgehen, sobald wir hinter Mombach hinausgehen, sobald wir die Stadtgrenze verlassen. Jetzt erarbeiten wir zwar Mobilitätskonzepte oder ÖPNV-Konzepte auch für diese Regionen derzeit, aber für die ganz große Revolution, die wir brauchen werden, um diese Klimaschutzziele zu erreichen, reicht das nicht. Und die Frau Dr. Ulrich hat das gesagt. Wenn wir in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz über Verkehrswende sprechen, dann ist es so, dass die Stellschraube der ÖPNV ist, weil das sehen wir auch, wenn wir die Leute fragen, welches Verkehrsmittel sie für welchen Weg benutzen und welche Entfernungen damit zurückgelegt werden. Da sehen wir, dass der Radverkehr, 5 Kilometer, sagt man ja, ist das Fahrrad das schnellste und bequemste Verkehrsmittel mit den E-Bikes, Pedelecs, sagen wir mal 10 Kilometer, aber trotzdem die Entfernungen, die in einem Pendlerinnenland wie Rheinland-Pfalz zurückgelegt werden, da ist der ÖPNV, denke ich, derjenige, der das Rückgrat sein muss. Und hier stellen wir schon fest, die Zeit der Nutzerinnenfinanzierung ist einfach vorbei. Wenn wir den ÖPNV als Daseinsvorsorge betrachten, dann müssen wir weg von der Frage, was kostet das, welches Defizit macht die Mainzer Mobilität eigentlich im Jahr. Jetzt leisten wir uns hier im Jahr 18 Millionen Defizit im Moment, die durch die Stadtwerke quer finanziert werden. Aber an anderer Stelle im Land wird da gar nichts bisher in die Hand genommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt dieses Nahverkehrsgesetz auch in der Mache ist. Aber es ist eben nur der erste Schritt.
Der zweite Schritt wird jetzt kommen müssen, indem wir in Rheinland-Pfalz gemeinsam definieren, wie denn eigentlich die Standards sind im ÖPNV, wie wir sie haben wollen und da eben ganz auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen. Und unser Ziel, und jetzt kann ich hier auch natürlich als grüne Verkehrsdezernentin sagen, unser Ziel muss es sein, Mobilität ist Freiheit, wird immer so schön gesagt. Aber man muss auch die Freiheit haben dürfen, ohne Auto von A nach B zu kommen. Weil es wird immer nur gesagt, Mobilität ist Freiheit, bedeutet, ich fahre Auto. Für mich war es eine Befreiung, mein Auto loszuwerden, mich nicht mehr um TÜV kümmern zu müssen, Reifenwechsel, dann war was kaputt. Das war eine absolute Belastung. Jetzt habe ich um die Ecke eine Carsharing-Station, ich habe mehrere Fahrräder, ich habe einen 7,5 Minuten Bustakt vor der Haustür und so muss das sein. Ich gucke auf mein Handy und sage, ich möchte jetzt dahin in Rheinland-Pfalz und dann kriege ich die beste Kombination für meine Mobilität ausgespuckt. Das ist für mich Freiheit. Das gut und bequem von A nach B zu kommen, ohne ein eigenes Auto nehmen zu müssen. Ich darf es natürlich, klar, logisch, am besten ein Elektroauto, aber der andere Weg muss eben auch gehen. Und ich glaube, das ist sehr ambitioniert, dieses Ziel, was wir uns hier auch in unserem Landtagswahlprogramm gegeben haben. Aber wir stehen dazu, weil das eben dann auch die Freiheit der Leute ausmacht. Ja, danke schön für diese erste Runde. Danke, Katrin Eder, auch für die Aspekte aus der städtischen Sicht. Wir haben jetzt viel darüber gehört, welche Herausforderungen bestehen, aber welche Chancen vielleicht auch erreichbar sind. Und um einzelne Aspekte noch genauer zu durchleuchten und die Frage zu beantworten, wie können wir denn das Auto häufiger stehen lassen oder wie können wir uns auch im Sinne von dem, was Katrin Eder gesagt hat, ein Stück unabhängiger machen vom eigenen Auto, wollen wir gerne ein paar eindrückliche Bilder des SWR mit Ihnen teilen, der sich diesem Thema im November 2019 gewidmet hat und dazu sehen wir jetzt einen kleinen Einspieler. Verkehrskollaps, Feinstaubalarm und zu viel CO2. Die Verkehrswende muss kommen, da sind sich alle einig. In den Großstädten sehen wir bereits neue Mobilitätsformen wie Mietradsysteme und E-Scooter. Was sind die Eckpfeiler einer neuen Mobilität? An der Technischen Universität Kaiserslautern beschäftigen sich Wissenschaftler wie Christoph Rentschler mit alternativen Verkehrskonzepten. Eine neue Mobilität, wenn man die gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen anschaut, muss eigentlich zukünftig nachhaltig und umweltfreundlich sein. Sie muss eigentlich auch das Verkehrsaufkommen, die Verkehrsleistung reduzieren. Wenn man die technologischen Entwicklungen betrachtet, sollte sie digital nutzbar und buchbar sein und natürlich auch automatisiert. Das heißt, die Prozesse sollten von alleine ablaufen und gegebenenfalls auch die Fahrzeuge selbstständig fahren. In den Großstädten lässt sich der individuelle Kfz-Verkehr durch den Ausbau des vorhandenen ÖPNV reduzieren. Doch auch kleinere Städte leiden unter zu vielen Autos. Wie können neue Mobilitätslösungen außerhalb der Großstädte aussehen? In Neustadt an der Weinstraße können Bürger via Smartphone ein Elektroauto buchen. Das bringt sie abgasfrei von A nach B. Das Angebot ist ein Sammeltaxi. Deshalb kostet eine Fahrt nur etwas mehr als ein Stadtbusticket. Entwickelt hat diese Alternative zu ÖPNV und Privatauto das Start-up-Unternehmen Mobility on Demand, das heißt Mobilität auf Abruf. Anders als der Linienbus fährt das Sammeltaxi nur bei Bedarf. Die Idee kommt gut an. Wir hatten sehr, sehr viele Menschen, die sich beworben haben, bei uns als Testfahrer mitfahren zu dürfen. Und es lief eigentlich ganz normal so ab, dass die Leute eben über die App die Fahrten gebucht haben. Wir haben mit 2 Fahrzeugen operiert. Wir hatten zum Teil auch wirklich ein hohes Aufkommen an Fahrten. Klar, manchmal auch so ein bisschen eher so weniger Fahrten. Das E-Sammeltaxi auf Abruf ist auch für Wissenschaftler eine realistische Alternative. Es ist gut vorstellbar, dass die Menschen mit solchen Mobility-on-Demand-Angeboten unterwegs sind, die flexibel buchbar und nutzbar sind. Und das Ganze wird dann im Flächenbetrieb gemanagt und betrieben, also wirklich über die gesamte Stadtfläche. Langfristig ist auch vorstellbar, dass zum Beispiel kleine Fahrzeuge
in den Dörfern oder in den ländlichen Räumen im Flächenbetrieb die Fahrgäste einsammeln. Warum sind diese Lösungen vor allem für kleinere Städte interessant? Im Vergleich zu den Großstädten ist das ÖPNV-Angebot und dessen Nutzung in kleineren Städten eher gering. Weil genau in solchen Städten ist es so, dass man ein sehr inhomogenes Verkehrsaufkommen unter Umständen hat. Und das ist wirtschaftlich für ein öffentliches Verkehrsunternehmen, für einen Verkehrsverbund schwer umzusetzen. Und durch Mobility on Demand kann man das eben bedarfsgerechter anbieten und kann da ein flächigeres Verkehrsangebot machen. Das heißt, es ist nicht mehr auf bestimmte Buslinien reduziert, sondern kann in der ganzen Fläche genutzt werden. Ein Projekt, das Christoph Rentschler wissenschaftlich begleitet, heißt Hambach Shuttle. Das könnte ähnlich aussehen wie dieses am Mainzer Rheinufer getestete selbstfahrende System. 5 solcher E-Busse sollen in Zukunft die Innenstadt von Neustadt mit dem Hambacher Schloss verbinden und so den Stadtteil Hambach vom hohen Durchgangsverkehr entlasten. Für das Projekt hat Mobility on Demand, das Neustädter Start-up, schon über 2 Millionen Euro Fördergeld vom Bundesverkehrsministerium bekommen. Für Sammeltaxi und Hambach Shuttle gilt: Nur ohne Fahrer kann der Dauerbetrieb wirtschaftlich funktionieren. Rein technisch schon möglich, aber noch nicht erlaubt. Fazit: Um den Ansprüchen von Umwelt und Gesundheit zu genügen, muss die neue Mobilität den Autoverkehr in den Städten stark reduzieren. Das gelingt nur mit flexiblen, vernetzten und digitalisierten Lösungen. Für einen wirtschaftlichen Betrieb müssen die technologischen Möglichkeiten optimal ausgeschöpft werden. So, ich denke, das war für die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt nochmal ein guter Einblick, was schon möglich ist, was möglich sein kann. Angesprochen wurden auch alternative Möglichkeiten. Ich möchte jetzt in der zweiten Runde nochmal gezielt unsere Gäste einzeln fragen. Und bei Ihnen, Professor Türk, möchte ich gerne beginnen mit der Frage oder der Feststellung, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen von Ihrem Institut für unsere Fraktion ein Gutachten erstellt haben, dass die Potenziale und die Grundlagen einer grünen Wasserstoffstrategie in den Blick genommen hat, insbesondere hier für Rheinland-Pfalz und auch was die Mobilität angeht. Was waren denn aus Ihrer Sicht die relevantesten Ergebnisse, die Mobilität betreffend, also Stichwort Wasserstoffzüge, Stichwort Güterverkehr? Wir hatten ja auch eine gemeinsame Pressekonferenz, die sehr interessant war. Aber wo sehen Sie da auch noch politischen Handlungsbedarf? Wenn Sie das kurz skizzieren könnten. Also ein wichtiges Ergebnis, die Mobilität betreffend, war eigentlich gar kein Mobilitätsthema, sondern beim Wasserstoff ist es eben so, dass die stoffliche Nutzung auch eine große Rolle spielt. Also die größten Bedarfe sind in der Industrie. Jetzt haben wir in Rheinland-Pfalz ja die BASF. Das heißt, da geht es um Ammoniakproduktion für Düngemittelherstellung. Es geht auch um Methanol, was ein sehr großer Stoffstrom ist. Also es wird, wenn wir an der Nutzung von Wasserstoff in der Mobilität denken, was ja auch sinnvoll ist und was es auch geben wird, wird es eben vor allem einen großen Wettbewerb geben aus der stofflichen Nutzung. Und dann ist eben die Frage, erstens, wo die Wertschöpfung am größten ist und wer dann auch die Hersteller sind dieses Wasserstoffs, vorzugsweise grüner Wasserstoff. Heute ist es so, dass nur einige wenige Prozent des weltweit hergestellten Wasserstoffs überhaupt sich bewegen, sondern die werden am Ort der Entstehung 95% verbraucht. Also ein wesentliches Ergebnis für die Mobilität ist eigentlich gar kein Mobilitätsthema, sondern die stoffliche Nutzung. Und wenn man über die Mobilität spricht, dann ist eine andere wesentliche Sache in dem Kontext, und da sind sich alle Studien, die sich mit hohen Kohlendioxid-Einsparzielen beschäftigen, 80%-Ziel, 95%-Ziel, einig, dass diese Ziele nicht zu erreichen sein werden, rein batterieelektrisch, beispielsweise im Verkehrssektor. Also es wird auf jeden Fall Power-to-X eine sehr große Rolle spielen müssen, Power-to-Gas,
und auch Power-to-Liquid, also synthetische, künstliche Kraftstoffe aus fluktuierendem erneuerbaren Strom und Kohlendioxid aus der Luft. Übrigens gestatten Sie mir die Anmerkung, wir bräuchten eine bessere Innovationspolitik, denn wieder mal hat eine deutsche Firma etwas weltweit Herausragendes erfunden und gebaut wird die nächste Größenskala wieder nicht in Deutschland, sondern im Ausland, wie auch beim Gas- und Dampfkraftwerk in Irsching der Fall. Also diese PTL-Technologien, wie es von der Firma Sunfire in Dresden beispielsweise entwickelt worden ist, das wird eine große Rolle spielen. Und in dem Kontext möchte ich auch der Frage nicht ausweichen, aber noch ergänzen eben, dass wir über diese Power-to-X und insbesondere Power-to-Gas-Technik viel mehr sprechen müssen. Denn wir haben mit dem Erdgasnetz einen Speicher, der da ist, den wir nicht erst bauen müssen. Unser TSB-Credo ist ja Energie, Verbrauch und Erzeugung zusammenführen, räumlich und zeitlich. Und das, was dann noch übrig bleibt, intelligent speichern. Intelligent heißt ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Wir werden speichern müssen, aber bitte so wenig wie möglich. Und das, was wir speichern müssen, da könnten wir das Erdgasnetz heranziehen. Und dieses Thema Power to Gas ist aus meiner Sicht völlig unterrepräsentiert in der Diskussion und spielt dann natürlich im Hinblick auf eine Nutzung in der Mobilität, gerade auch angesprochene Züge, Schiffe, Nutzfahrzeuge, wo wir batterieelektrisch wahrscheinlich schwer zu Lösungen kommen werden. Da liegen dann eben große Chancen aus fluktuierenden Erneuerbaren, die wir dann in Wasserstoff umwandeln können, ins Gasnetz einspeisen und den Wasserstoff auch durch Auftrennverfahren gegebenenfalls dann wieder aus dem Gasnetz rausholen. Vielen Dank, Herr Professor Türk. Tatsächlich gibt es hier in Rheinland-Pfalz, das würde ich nur mal ganz kurz einwerfen, schon das Interesse des Zweckverbands Nord, ein Pilot zu machen mit Wasserstoff. Da geht es um die Reaktivierung der Eifelquerbahn. Da will man jetzt untersuchen, ob das eben auch mit einem wasserstoffbetriebenen Zug gehen kann, weil in Kaisersesch, das ist da auch in der Ecke, die Voraussetzungen eben günstig wären. Dort gibt es schon das sogenannte Smart Village. Aber ich sehe schon in Ihrer Antwort, da sind viele Potenziale drin. Und ich habe mitgenommen, dass wir auch bei den Innovationen tatsächlich in Deutschland noch eine Schippe drauflegen können, damit das, was wir dann auch hier ja, erforschen, auch uns zunutze kommt sozusagen. Frau Dr. Ulrich, Sie sind ja die Spezialistin für Mobility on Demand, das haben wir auch eben noch mal gehört. Und ich darf vielleicht hinzufügen, mir ist das Thema nicht ganz unbekannt. Ich komme aus der Nähe von Wittlich, dort gibt es den Yoki-Shuttle, Sie nicken. Erst ein Pilotprojekt, aber es hat auch im ländlichen Raum wirklich so einen Erfolg gehabt, dass die Stadt jetzt dieses Modell weiter betreibt. Und es ist tatsächlich wirklich ein Gewinn auch im ländlichen Raum. Aber vielleicht erläutern Sie uns noch mal in 2, 3 Sätzen, wie genau Ihre Angebote funktionieren, was Ihre Erfahrungen sind. Und auch an Sie die Frage, was Sie sich von der, von der Politik erwarten, um eben Mobility on Demand zu stärken. Ich fange vielleicht mal mit dem Einfachsten an, nämlich damit, wie es eigentlich für den Kunden oder die Kundin funktioniert, nämlich ganz einfach, man braucht einfach nur ein Smartphone, lädt sich die App runter über den App Store oder Google Play, installiert das Ding und kann sofort buchen. Man bezahlt auch über die App. Es ist also eine extrem einfache Anwendung. Man braucht kein Geld mehr dabei zu haben, kein gar nicht, sondern man kann sofort ein Mobility-on-Demand-Fahrzeug eben rufen. Es gibt ein paar Funktionsweisen oder ein paar Merkmale von Mobility on Demand, wie wir unser Konzept aufgebaut haben, das nicht immer überall gleich ist. Also Mobility on Demand ist nicht in allen Städten, die so ein Angebot haben, identisch, sondern wir haben es eben so konzipiert, dass es für die Stadt Neustadt, unserem ersten Pilot-Servicegebiet, eben gut funktioniert. Also was ganz wichtig ist und fundamental ist, dass wir poolen, das heißt wir bündeln Fahrten ganz grundsätzlich. Ohne eine Fahrtenbündelung bekommen wir ja keine Effekte der Ersparnis an Autofahrten.
Zweitens, wir machen keine Haustür-Haustür-Transport, Door-to-Door, sondern machen Station-to-Station. Das heißt, wir haben ganz Neustadt mit virtuellen Haltepunkten überzogen in Gänsefüßchen. Also die ganze Stadtkarte von Neustadt ist quasi digital aufgeteilt in digitale und virtuelle Haltepunkte. Die sind sehr, sehr dicht und sehr eng beieinander. Also man hat ungefähr einen Punkt von 200 Metern, wo man zu Fuß laufen muss, um einen virtuellen Haltepunkt zu erreichen. Das ist also ein ganz, ganz dichtes Netz. Vielfach dichter als jedes Bushaltestellennetz natürlich. Das heißt, wir möchten es den Menschen so bequem wie möglich machen, dass sie eben ihr Auto stehen lassen können und müssen nur 2 Minuten zu Fuß aus dem Haus gehen und haben direkt einen virtuellen Haltepunkt vor Ort. Ferner ist es ganz wichtig, dass wir in Neustadt versuchen, den takt- und liniengebundenen ÖPNV, den es dort gibt, zu ergänzen und nicht zu ersetzen. Ergänzen heißt aber nicht, das ist ganz wichtig, dass wir nur in Randgebieten oder in Randzeiten unterwegs sind, sondern wir sind ein ganztägiges Angebot. Uns gibt es tatsächlich von 6.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Angeboten dieser Art. Wir sind kein Zubringerdienst zur nächsten klassischen Haltestelle, sondern uns gibt es den ganzen Tag zu buchen. Wichtig dabei ist, dass wir eben im rechtlichen Rahmen des ÖPNV agieren. Wir sind ÖPNV. Wir sind ein ganz normales ÖPNV-Angebot. Wir operieren im VRN-Tarif. Das heißt, wir akzeptieren den VRN-Tarif in voller Gänze. Wir nehmen einen Qualitätszuschlag. Und das war's. Insofern sind wir auch ÖPNV. Es gibt da also nicht die Frage, wir würden den ÖPNV kannibalisieren, weil wir sind es ja selber, nur eben anders gestrickt. Dass wir ganztägig operieren, hat einfach den Hintergrund, dass, ich hatte ja eben schon gesagt, dass es eben Städte gibt, und dazu gehört eben Neustadt auch, die haben ein nicht sehr attraktives Angebot an klassischen, liniengebundenen, taktgebundenen ÖPNV. Das hat einfach auch wirtschaftliche Gründe, es hat rechtliche Gründe. Und wenn wir uns jetzt nur auf die Randzeiten fokussieren, wo sowieso niemand mehr fährt, dann haben wir überhaupt keinen Effekt. Wir erzielen ja keinen Effekt an Autoreduzierung. Unser Adressat ist der Autofahrer, nicht derjenige, der im Bus sitzt, nicht der Radfahrer. Unser Adressat ist der Autofahrer. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Angebot ganztägig so laufen zu lassen, auch nicht zu reduzieren über tags oder so, sondern wir möchten ja den Autofahrern eine angenehme Möglichkeit bieten, ihr Auto stehen zu lassen und eben mit uns mitzufahren. Was wir uns natürlich von der Politik ein bisschen stärker wünschen würden, wir haben so viel positives Feedback bekommen bei unseren ganzen Beta-Testphasen von den Nutzerinnen und Nutzern, wie einfach das ist, wie bequem das ist. Leute schreiben uns, dass sie uns überlegen, das Zweitfahrzeug abzuschaffen, weil es ja diesen Service gibt. Das sind auch gute Punkte und sind auch gute Signale aus der Bevölkerung heraus. Und wir haben eine riesengroße Unterstützung durch die Stadt Neustadt, durch den LBM, also Landesbericht Mobilität, der unterstützt uns rauf und runter. Da haben wir ganz, ganz viel schon an positivem Input. Aber natürlich gibt es auch Blockierer in dem ganzen System. Es gibt halt auch Stimmen, die halt eben Angst haben, dass wir uns die Busse vielleicht unnötig machen, was aber alles nicht stimmt. Wir wollen ja nicht die Busfahrer adressieren, sondern eben die Autofahrer. Was wir uns da von der Politik wünschen würden, ist eine stärkere Positionierung. Das heißt, das Rückendecken von den Kommunen. Die Kommunen müssen ihre Mobilität wieder selber in die Hand nehmen können. Das heißt, sie müssen von der Politik auch bestärkt werden, dass sie ihre Mobilitätsbedürfnisse ganz klar definieren und adressieren. Und es kann in meinen Augen nicht sein, dass immer wieder ÖPNV-Angebote entwickelt werden, die nach dem Gießkannenprinzip funktionieren, wo halt One-Size-Fits-All-Lösungen, quasi eine Lösung für alle, sondern es muss möglich sein, dass die Kommunen selber bestimmen, wie sie ihre Mobilität haben wollen. Und da ist auch die Politik gefragt, eine Vermittlerrolle einzunehmen zwischen den Kommunen, den Anbietern von Verkehrsdienstleistungen, den großen Verkehrsverbünden, die nicht immer vielleicht die Avantgarde-Rolle einnehmen, die sie vielleicht einnehmen müssten, sage ich es mal so. Und da wünsche ich mir eigentlich von der Politik eine stärkere Positionierung und ein Empowerment, gerade kleinerer Kommunen und Städte, die eben nicht über eine gute Verkehrsgesellschaft verfügen, wie jetzt Mainz oder eben andere Städte, sondern da wünsche ich mir deutlich mehr Positionierung, Stellung, Beziehung und auch ein bisschen ein größeres Standing. Ja.
Dankeschön, Frau Dr. Ulrich. Das ist eine gute Überleitung zu meiner Frage an Frau Eder gleich. Aber ich möchte einfügen, Sie haben völlig recht, was Ihre Analyse betrifft. Und Rheinland-Pfalz hat seit 2012 im Norden des Landes ein neues ÖPNV-Konzept auf die Beine gestellt, was jetzt sukzessive eingeführt wird, wo eben alle Player mit im Boot sind. Also das Land, der ZSBNV und auch die Verbünde und die Kommunen. Wenn ich sage, wir haben damit 2012 begonnen, dann kann man auch schon ungefähr erahnen, dass es ein langer Weg sein kann. Aber wir wollen das ja beschleunigen, unter anderem mit dem neuen Nahverkehrsgesetz. Und da komme ich auch zu meiner Frage an die Verkehrsdezernentin in Mainz. Sie war Anzuhörende als Expertin im Landtagsausschuss, als es dort um das neue Nahverkehrsgesetz ging. Und hier meine Frage, was waren denn oder was sind aus Ihrer Sicht die Punkte, die auf Landesebene unbedingt in den Blick genommen werden müssen, wenn wir über nutzerinnenfreundliche Mobilität sprechen, aber wenn wir auch über die Aspekte sprechen, die Frau Dr. Ulrich eben noch mal eingebracht hat, die Kommunen zu stärken. Das ist die eine Frage. Und dann vielleicht auch unabhängig vom Gesetz jetzt noch mal die Frage an Sie als Praktikerin. Welche Schwerpunkte setzen Sie in Mainz bei der Mobilitätswende konkret? Und wo sehen Sie jetzt noch die größten Hemmschuhe? Ja, vielen Dank. Zum Thema Nahverkehrsgesetz habe ich vorhin ja schon ein bisschen was gesagt. Das Nahverkehrsgesetz ist ganz wichtig. Es ist ein bisschen schade, dass es jetzt so spät gekommen ist, aber es hat einen ganz essentiellen Bruch mit der bisherigen Sichtweise des ÖPNV in Rheinland-Pfalz, nämlich im Moment ist ÖPNV in Rheinland-Pfalz noch freiwillige Aufgabe. Das bedeutet, eine Stadt, eine verschuldete Stadt wie die Landeshauptstadt Mainz mit 1,3 Milliarden Euro Schulden hat keine Möglichkeit, Geld aus dem Haushalt zu nehmen, um den ÖPNV weiter attraktiver zu machen, stärker zu machen. Das läuft in Mainz über die Querverbundsfinanzierung, über den Querverbund zu den Stadtwerken. Und künftig soll es ja so sein, dass der ÖPNV Pflichtaufgabe wird. Ein Wehmutstropfen ist dabei im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommune. Da müssen wir natürlich miteinander debattieren, was das bedeutet. Nicht, dass es dann am Ende heißt, was ich dann am ÖPNV für den ÖPNV ausgebe, muss ich dann bei der Grünpflege oder bei den Bäumen wieder einsparen. Das wäre natürlich Blödsinn. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz starke Verbesserung, was den Kommunen eben auch zum ersten Mal auch die Chance gibt, zumindest die, die verschuldet sind, zu sagen, ja, wir erkennen ÖPNV als Angebot der Daseinsvorsorge, wir wollen ihn stärken und wollen hier auch richtig Geld für in die Hand nehmen. Denn wir brauchen Geld und das ist das, was wir in der nächsten Zeit dann im Landesnahverkehrsplan gemeinsam debattieren müssen. Geld brauchen wir für die Standards, die jetzt zu diskutieren sind in der Folgezeit, die, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in Rheinland-Pfalz angepasst sein müssen. Natürlich muss das Angebot in der Stadt wie Mainz ein anderes sein als in der Eifel oder in den ganz ländlichen Räumen. Weil dort müssen wir erstmal ein Grundangebot schaffen können, das muss aber da sein, währenddessen wir hier das Angebot eben auch so weiter ausbauen wollen, dass wir auch noch die Letzten, die dann mit dem Auto in die Stadt fahren, davon überzeugen, dass der ÖPNV oder die anderen Verkehrsmittel eben die bessere Wahl sind. Und dann komme ich zu dem, was wir hier in der Stadt machen. Ich glaube, das ist bekannt, dass wir hier ganz überzeugt auch in die Verkehrswende investieren. Wir haben die Mainzelbahn gebaut, aber wir haben jetzt den größten Straßenbahnausbau, den es in Mainz jemals gab, beschlossen mit hier dem Stich in der Binger Straße. Wir haben, leider ist ja die Citybahn gescheitert, aber vor der Brust den sogenannten Innenstadtring, der schon im Flächennutzungsplan vorhanden ist. Das bedeutet, genau hier vorbei würde künftig die Straßenbahn fahren in die Mainzer Neustadt und an das bestehende Straßenbahnnetz andocken, sodass wir quasi um die Innenstadt drumherum einen Ring hätten. Und dann gibt es einen neuen Stadtteil, ein neues großes Quartier, das Heiligkreuzviertel, das ehemalige IBM-Gelände, wo ja ganz viele Menschen künftig wohnen
werden und das soll künftig auch mit der Straßenbahn erschlossen werden. Das wären Teile von Mainz, die bisher noch nicht mit der Straßenbahn erschlossen sind. Also gibt es hier ganz viele Visionen, die vom Mainzer Stadtrat mit überwiegender Mehrheit beschlossen wurden. Und das macht uns natürlich ganz stolz, solche Projekte stemmen zu können. Wir würden auch gerne ins rheinhessische Umland eine Straßenbahn bauen, nach Ebersheim und darüber hinaus. Es gibt auch andere Visionen, wie zum Beispiel an die Mainzelbahn anknüpfend in diese Regionen auszudehnen. Aber das scheitert ja im Moment noch mit den Grundlagen, dass die standardisierte Bewertung eben so ist, wie sie ist. Das bedeutet, nur dann kriegt man Fördermittel für Straßenbahnen, wenn eben eine entsprechende Anzahl an Fahrgästen für die Zukunft prognostiziert wird. Und deswegen ist es einfach nach wie vor schwierig, in den ländlichen Raum aus der Stadt heraus ein schienengebundenes Verkehrsmittel zu planen. Hier erhoffen wir uns natürlich auch, insbesondere vom Bund, dass sich das künftig verändert. Ja, beim Radverkehr, ich glaube, da sind wir ganz mutig. Wir setzen viel auf Markierungslösungen, weil wir einfach von Hauswand zu Hauswand begrenzt sind und auch die Straßenbreiten zum Teil begrenzt sind. Aber, und jetzt komme ich natürlich zu den Hemmschuhen, der politische Wille ist oft da. Und natürlich sagen alle, ja, wir wollen Klimaschutz, wir wollen autofreie Bereiche, wir wollen mehr Lebensqualität. Aber wenn ich dann einen Vorschlag mache, wir machen einen Schutzstreifen oder einen Radweg in Straße XY und da fallen dann 60 Parkplätze für weg, bedeutet das schon noch 5 Monate Diskussion und Mehrheiten sammeln, ganz zähe Prozesse, wo ein Umdenken, das ist natürlich für die Leute, die bisher ihr Auto dort abstellen, natürlich auch eine Umgewöhnung, künftig auch 200, 300 Meter laufen zu müssen. Und da komme ich dann zu dem, was die Frau Dr. Ulrich in ihrem Eingangsstatement gesagt hat. Es ist eben Push and Pull. Und wir haben festgestellt, dass wir über die ganzen Angebote erreicht haben, dass viel mehr Leute Rad fahren. Also von 2008 bis heute hat sich der Radverkehrsanteil innerhalb von Mainz verdoppelt auf 25%. Aber die Autofahrten, die werden nicht wirklich weniger, die bleiben bei den 32%. Das bedeutet, wir kommen vielleicht jetzt auch an einen Punkt, wo wir sagen müssen, dass wir vielleicht auch nochmal an der einen oder anderen Stelle etwas mutiger werden, was den Punkt angeht, wenn wir jetzt einen Platz neu gestalten, machen wir jetzt den Vorschlag, das sehr viel autoärmer zu gestalten, als Verwaltung auch selbst. Wir haben das immer mal versucht in der Vergangenheit. Ein Beispiel ist die Bobstraße. Dort wurden wir dann im politischen Prozess im Rahmen der Bürgerbeteiligung mussten wir am Ende, um eine Mehrheit zu haben für den Umbau, die Parkplätze wieder einplanen. Das hoffen wir, dass da jetzt die Zeit auch ein bisschen mehr vorangeschritten ist, wenn wir Umbaumaßnahmen vornehmen. Wir müssen an die Parkraumbewirtschaftung weiter ran. Bewohnerparken war ein Thema, das Sie angesprochen haben. Hier gibt es jetzt ganz neue Möglichkeiten. Und natürlich sind wir dann auch an einem Punkt zu sagen, wir haben jetzt zwar Tempo 30 in der Innenstadt und wir stellen fest, dass das ein wahnsinniger Gewinn ist, aber vielleicht muss man jetzt doch tatsächlich auch, meine Haltung ist das, an der einen oder anderen Stelle hingehen, wo eben noch mehrere Spuren für den Autoverkehr da sind, zu sagen, dass man den Verkehrsraum jetzt sehr viel gerechter auch künftig verteilen muss. Dankeschön. Ja, könnte ich eigentlich alles unterstreichen. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen in unserer Veranstaltung, an dem ich darauf hinweisen möchte nochmal, dass wir bei der Bewerbung der Veranstaltung im Vorfeld dazu aufgerufen haben und die Gelegenheit gegeben haben, der Runde Fragen zu stellen. Und es sind tatsächlich so viele Fragen eingegangen, dass ich jetzt leider schon sagen muss, das werden wir nicht in der verbleibenden halben Stunde schaffen, alle Fragen zu beantworten. Aber ganz klar, keine Frage soll unbeantwortet bleiben. Und was wir jetzt nicht mehr hier aufarbeiten können, werden wir gerne im Nachhinein beantworten. Und auch unsere Expertinnen haben schon sich bereit erklärt, dann, dass wir das dann schriftlich machen. Insofern muss ich den einen oder die andere etwas um Geduld bitten, aber ich würde ganz gerne zwei Fragen doch jetzt, die jetzt gerade eingekommen sind, direkt loswerden, weil sie gerade gut zu den letztgenannten Punkten passen. Eine Frage, die das aufgreift, was kann man in der Mobilitätswende in der Stadt machen? Push- und Pull-Maßnahmen wurden erwähnt, attraktive Radinfrastruktur
Die grundsätzliche Frage ist aber, wie können wir bei diesen Punkten alle mitnehmen und eine Akzeptanz bei der Umsetzung schaffen? Da würde ich noch mal gerne die Verkehrsdezernentin fragen. Sie hat Erfahrung, du hast Erfahrung damit. Gibt es ein Zaubermittel, wird es nicht geben. Es wird sicher sehr viel Dialog in Anspruch nehmen. Und manchmal klappt es auch nicht, wie bei der Citybahn. Da vielleicht auch der Verweis für alle, die Citybahn war ein Projekt, das in Wiesbaden angesiedelt ist, aber auch natürlich für Mainz wichtig gewesen wäre. Das ist jetzt hier nicht in Rheinland-Pfalz gescheitert, es ist in Hessen gescheitert, bedauernswerterweise. Aber da hat sich eben gezeigt, dass für eine moderne, nachhaltige Mobilitätsmaßnahme keine Akzeptanz offensichtlich vorhanden war. Und das war ja, muss man ergänzen, bisher bei allen großen Straßenbahnprojekten in der Republik der Fall. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Mainzelbahn, die wir hier gebaut haben, das einzige große 10 Kilometer lange Straßenbahnprojekt war, was mit Bürgerbeteiligung tatsächlich auch umgesetzt wurde, wo es keine einzige Klage gab damals, weil wir auf andere Formen gesetzt haben. Also wir haben auf Multiplikatorenbeteiligung in den Stadtteilen gesetzt. Wir konnten tatsächlich auch das Gefühl vermitteln, dass noch was zu verändern ist. Es wurden Änderungen am Ende des Verlaufs zum Beispiel vorgenommen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich ganz schwierig. Also es gibt wenige Themen, die, glaube ich, politisch so heiß diskutiert sind wie die Frage der Mobilität, weil jeder kann mitreden, jeder ist mobil auf jede Art und Weise. Und mich treibt das sehr um, wie wir von diesen klassischen Beteiligungsformaten wegkommen oder sie kombinieren mit anderen Maßnahmen. Da habe ich auch noch keine fertige Antwort, weil ich stelle schon immer fest, wenn man eine Bürgerbeteiligung macht, und wir machen das eigentlich bei unseren Stadtumgestaltungsprozessen immer, dass wir dann zu Veranstaltungen einladen. Es kommen immer dieselben. Es kommen immer diejenigen, die direkt vor der Haustür den Parkplatz verlieren. Es kommen nie oder nur ganz selten die Eltern mit kleinen Kindern zum Beispiel. Es kommen nie Menschen mit Migrationshintergrund. Es kommen niemals Jugendliche oder Leute. Also die Kernklientel von denen, die auch den ÖPNV zum Beispiel nutzen, die Leute, die auf den ÖPNV angewiesen sind, die vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten gar nicht haben, ein eigenes Auto zu haben, die beteiligen sich einfach nicht, die kriegen wir nicht in den Debatten. Und das bedeutet dann oft bei so Projekten wie der Citybahn, dass die dann verhindert werden durch sehr lautstarke Kommunikatoren, die das auch sehr gut machen und sehr geschickt machen, diese Instrumente nutzen können, die es eben einfach können, die es finanziell können, die es vom Bildungsstatus her können, die es von der Zeit her vielleicht können. Aber wie kriegen wir eben die anderen, die davon auch profitieren? Wie kriegen wir die beteiligt? Das treibt mich sehr um. Ich habe da leider keine fertige Antwort drauf, aber das ist was, womit wir uns beschäftigen müssen, weil wir sonst eben nicht weiterkommen. Weil Verkehr, es ist einfach wahnsinnig umstritten. Ja, haben wir sicher schon alle die Erfahrung gemacht, aber da würde ich doch Ihnen auch, Herr Dr. Türk, gern die Frage stellen. Sie haben ja das Beispiel Oslo erwähnt. Vielleicht haben die es da anders gemacht oder vielleicht können wir aus den Erfahrungen auch noch profitieren. Und was ich noch mitnehmen würde aus der Antwort von Katrin Eder ist, dass wir auch als Politik, das kann man sich auch mal auf der Landesebene überlegen, welche Schritte wir noch gezielter gehen können, um eben auch Menschen, die jetzt nicht automatisch zu solchen Veranstaltungen kommen, welche Mechanismen wir vielleicht einführen können, um auch diese Klientel, die es ja ganz direkt betrifft, noch besser mitzunehmen. Aber Herr Dr. Türk, vielleicht haben Sie aus Oslo noch etwas zu berichten. Ja, natürlich. Ich freue mich, dass Sie mich das fragen, auch wenn wir da dann auf eine ganz große und auch problematische Flughöhe gleich kommen. Es ist in der Tat so, dass auch dort natürlich Stimmen gibt, die dann sagen, wir sind total dagegen. Also
Störe Portwig, mein Bekannter aus der Stadtverwaltung, der sich um Elektromobilität in der Stadt kümmert, über dessen Schreibtisch alles läuft, was damit zu tun hat, sagte, wir haben mit den Taxiunternehmen gesprochen, die 7 größten eingeladen und haben gesagt, ab 2022 seid ihr emissionsfrei. Und dann sagt er, die sagten alle, das ist die blödeste Idee, die wir jemals gehört haben. Und nach 3 Treffen oder 4 waren sie plötzlich alle eingeschworen auf das Thema und haben gesagt, super, das machen wir mit. Und die haben jetzt eine induktive Ladestation gebaut in der Innenstadt und bringen da auch halt Incentives dann für die Taxiunternehmen. Oder ein anderes Beispiel, die haben 700 Parkplätze abgeschafft in der Innenstadt. Und da fragt man sich, wie geht das? Warum gibt es da keine Revolution? Ja, weil es da jetzt in dieser Innenstadt, ich war letzten Sommer da und fand das gegenüber dem Jahr zuvor nochmal eine so unglaubliche Verbesserung, die ich gar nicht für möglich gehalten hätte. So wenig Autos in der Innenstadt, inzwischen natürlich auch Scooter, die überall rumliegen, vielleicht nicht so schlimm wie in Paris, aber schon inzwischen auch, mal in Mülleimer gestopft und so weiter. Das gibt es jetzt auch. Es gibt auch Leihfahrräder. Also man hat dort ein Ausmaß an Autofreiheit erreicht in der Innenstadt auf einer Fläche von, ich glaube, das Kerngebiet, auf das man sich konzentriert, sind so 1,3 Quadratkilometer, die man sehr stark autofrei kriegen will. Und das ist so angenehm, dort unterwegs zu sein als Fußgänger. Es ist fantastisch. Aber, und jetzt kommt die große Flughöhe, aber das kann ich uns nicht ersparen, weil ich das auch durch jetzt die vielen Jahre Beobachtung einfach so intensiv wahrgenommen habe. Ich habe vorletzten Sommer mit Störe Portwig dann im Café gesessen, nachdem er mich rumgeführt hat und mir alle neuen Dinge gezeigt hat. Und mir wurde plötzlich klar, es war ein echtes Schlüsselerlebnis. Ich habe gesagt, das ist gar nicht euer Geld oder jetzt vielleicht einige treibende Leute in der Stadtverwaltung, sondern das ist eine Frage der Geisteshaltung. Dort herrscht einfach eine andere Geisteshaltung gegenüber solchen Dingen, auch von den Bürgern. Man weiß nicht schon vorher, dass es nicht geht. Die haben das mit der Bus- und Taxispur gemacht. Und natürlich, ein anderer Bekannter sagt mir, ja, ich habe jetzt auch ein Elektroauto, ich brauche jetzt nur noch 10 Minuten statt vorher 45. Das machen dann natürlich irgendwann auch viele oder solche, die sich's leisten können. Und dann funktioniert das mit der Bus- und Taxispur irgendwann auch nicht mehr. Diese Diskussion gab es da dann auch und Berichterstattung über verstopfte Busspur und ÖPNV, der behindert wird. Aber man macht es erstmal. Und was hat man im Westen der Stadt dann gemacht auf der Stadtautobahn von Sandvika rein nach Oslo? Man hat mit norwegischem Pragmatismus die Bohrmaschine rausgeholt und hat an das Schild Bus- und Taxispur 2 Löcher reingebohrt und hat ein Schild dran gehangen. Am Schmalspur-Norwegisch habe ich ein bisschen gebraucht, es zu verstehen, aber es steht drauf, morgens zwischen 7 und 9 Uhr Busspur benutzen mit dem E-Auto, nur noch, wenn 2 Leute drin sitzen. Ja, das ist für mich sehr, sehr symptomatisch für die vielleicht skandinavische Hemdsärmlichkeit und Pragmatismus, dass man das halt mal macht, nicht von vornherein schon weiß, dass ein halbes Promille Elektroautos die Busspur lahmlegt und den ÖPNV zum Zusammenbrechen bringt, wie das in Deutschland bei einigen Kommunen der Fall war, als das vor Jahren diskutiert worden ist, sondern man startet mal und wenn es dann halt Gegeneffekte gibt, Rebound-Effekte oder etwas schießt übers Ziel hinaus und die Busspur ist mit Elektroautos verstopft, dann steuert man gegen. Und diese Geisteshaltung, die fehlt mir bei uns. Und deswegen ist das, glaube ich, schwierig, solche Bürgerbeteiligungsprozesse in der Art zu gestalten. Und alles, was auch dort zu Widerstand geführt hat, wie jetzt mit Wegfallparkplätze, der Einzelhandel war auch da, erst total dagegen. Und nach ganz kurzer Zeit haben sie gemerkt, sie haben so einen Gewinn an Lebensqualität in der Innenstadt, dass die alle plötzlich mehr Umsatz gemacht haben. Und von dieser Geisteshaltung und auch einer gewissen Innovationsaufgeschlossenheit würde ich mir mehr wünschen und übrigens auch, dass wir mehr darüber sprechen, dass wir mit solchen ökologisch überlegenen Lösungen, das ist auch ein Punkt, der aus meiner Sicht ganz stark zu kurz kommt, ich denke, wir wollen schon auch unseren Wohlstand erhalten. Ökologischer zwar, nachhaltiger zwar, aber den wollen wir schon erhalten. Also ich zumindest. Und wir müssen auch mit solchen Lösungen ökonomisch, also ökologisch überlegene Lösungen, auch ökonomisch erfolgreich sein. Und da liegen Riesenchancen, auch auf Sicht von Jahrzehnten, die wir meines Erachtens
ja, mit denen wir nicht gut genug umgehen. Also Stichwort Irsching, Stichwort Sunfire in Dresden. Und ich könnte die Liste noch beliebig verlängern. Darf ich das ganz kurz nochmal ergänzen? Also wir stellen aber hier schon auch fest, dass sich mit der Zeit auch was entwickelt. Also unsere anfänglichen Stadtumbauprojekte waren noch sehr viel umstrittener als jetzt. Also große Langgasse. Natürlich waren da ganz viele Einzelhändler, die Befürchtungen hatten, aber jetzt im Nachgang ist eigentlich die Mehrheit, die sagt, es ist schöner geworden, es ist ein absoluter Gewinn an Lebensqualität, man kann flanieren, die Außengastronomie boomt in den Bereichen, insofern halten sich da auch mehr Leute auf, gucken mal in ein Schaufenster, also da verändert sich auch ganz viel auch an der Sichtweise des Einzelhandels, der wird oft schlechter gemacht als sein Ruf, oft heißt es, der Einzelhandel ist für mehr Parkplätze und billigeres Parken. Aber da gibt es mittlerweile auch andere, die ganz anders ticken und die auch viel offener sind hier in den Städten. Und also der Wind dreht sich ein bisschen. Hoffen wir, dass Corona das nicht wieder alles kaputt macht, was da vorher war. Ja, vielen Dank. Aus Ihren Antworten habe ich jetzt auch noch mal rausgehört, auch gerade was der Herr Dr. Türk sagte, dass so eine gewisse, naja, auch die Bereitschaft, flexibel weiterzulernen, ganz wichtig ist. Und Sie haben auch und Sie ja auch angesprochen, und da würde ich ganz gerne noch mal mit zwei Worten auf das Nahverkehrsgesetz eingehen, was wir jetzt erarbeitet haben, dass es wichtig ist, dass für alle irgendwie die Angebote bequem sind. Und bei Mobility on Demand ist es ja ganz klar, dass es eben ein Teil der Reisekette ist. Und das ist das Stichwort für mich, auch nochmal auf das Nahverkehrsgesetz hinzuweisen. Denn da wird tatsächlich direkt im Paragraph 1 schon festgehalten, dass das Ziel des Gesetzes ein Verkehrsangebot über alle Verkehrsträger hinweg ist. Und dass den Kundinnen und den Kunden die Nutzung der gewünschten Verkehrsmittel innerhalb ihrer Reisekette möglichst einfach gemacht wird, und zwar unabhängig davon, wer für den jeweiligen Verkehr zuständig ist. Sie haben ja eben auch die Verbünde angesprochen, also da ist auch noch einiges zu tun. Und das will eben dieses Gesetz ein Stück weit aufbrechen. Und ganz konkret ist es dann egal, ob man mit dem Zug, mit dem Bus, mit der Straßenbahn, Fahrräder, E-Scooter, also Leihfahrräder oder vielleicht auch on demand unterwegs ist, um eben möglichst diese Mobilitätskette ungebrochen durchzutakten. An Sie habe ich eine Frage bekommen. Sie hatten ja Ihr Modell vorgestellt und aus dem Publikum kam jetzt die Frage, ob dabei nicht auch die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ein Stück weit vergessen werden, die nicht alle mit Apps arbeiten. Also ich kenne inzwischen aber auch 75-Jährige aus meiner Familie, die es doch nochmal mit App und PC unterwegs sind. Und aber auch der Hinweis, dass selbst bei einem dichten Netz wie 200 Meter, dass das eben vielleicht auch für den einen oder den anderen zu beschwerlich ist. Was entgegnen Sie auf diese Fragen? Also diese Frage wird mir ja immer gestellt. Es ist nicht das erste Mal. Ich habe eben gesagt, dass natürlich die Buchung per App das Default-Modus ist, also das Standard-Modus. Und das ist auch so. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine Service-Nummer für diejenigen, die kein Smartphone besitzen. Aber das sind so geringe, das sind so wenige und meistens sehr hochbetagte, da haben Sie vollkommen recht. Das sind dann so die 80-jährige Dame, die einmal in der Woche zum Einkaufen fährt. Und natürlich ruft die bei uns an. Wir haben am Leitstand natürlich eine Servicenummer, die auch die alten Menschen eben anrufen können. Aber es sind halt wenige, weil natürlich im Alter die Mobilität nachlässt, dementsprechend auch weniger unterwegs sein wird. Das sind ja auch nicht diejenigen, die dann in der Regel ein Auto haben und die ich adressiere. Also das ist ja nicht das Kernklientel. Ich nehme sie mit und ich biete ihnen eine Möglichkeit an. Sie können bei uns anrufen und dann werden wir die Buchung eben manuell auslösen im Dashboard. Das ist gar kein Problem, das machen wir ja auch. Also das ist
nicht, glaube ich, nicht das Problem hier für uns. Und ich glaube, es kommt eben auch auf diesen Mobilitätsmix an und natürlich gehört auch ein Taxi zum Angebot dazu. Das ist vielleicht auch nochmal das, was wir bei diesen politischen Diskussionen mit beachten müssen, dass es eben auf diesen Mobilitätsmix ankommt und jede und jeder zu der Zeit, wann sie es braucht, ein geeignetes Mittel haben möchte. Ich würde ganz gerne noch auf eine Frage eingehen, die schon im Vorfeld gestellt wurde. Katrin Eder hat es eben auch schon mal thematisiert. In Hessen gibt es bereits ein 365-Euro-Ticket. Sehen Sie die Möglichkeit, das auch in Rheinland-Pfalz einzuführen? Vielleicht kannst du auch noch was, ich weiß, du hast auch am Landtagswahlprogramm mitgearbeitet, noch mal was dazu sagen. Oder ich. Gut, ich kann auch mal sagen. Gut, dann verweise ich auf unser Landtagswahlprogramm. Das ist auch inzwischen online. Es ist abzurufen auf der Seite der Grünen Partei hier in Rheinland-Pfalz. Und wir haben beschlossen, dass wir für SchülerInnen, Auszubildende, für alle, die im Bundesfreiwilligendienst arbeiten und auch für Absolventinnen und Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres ein günstiges 365-Euro-Ticket fürs Land einführen wollen, um eben auch die Nutzung des Nahverkehrs für diese Klientel noch attraktiver zu machen. Und es gab noch eine Frage zum Sozialticket, da würde ich gerne sagen, auch das haben wir mit berücksichtigt. Wir wollen den Personenkreis sukzessive ausweiten. Bei dem Sozialticket ist es so, dass wir schon versucht haben, in dieser Legislaturperiode einen Titel zu schaffen im Haushalt, der zumindest die Kommunen und Kreise unterstützt, die so etwas einführen wollen. Wir Grüne konnten uns da nicht durchsetzen. Wir werden es in der nächsten Legislaturperiode mit der gewohnten Hartnäckigkeit erneut versuchen, weil wir glauben, dass da tatsächlich auch ein hoher Bedarf ist. Darf ich es noch? Gerne. Ich ergänze es noch mal. Also ich glaube, warum das 365-Euro-Ticket auch insbesondere für junge Menschen ganz wichtig ist, und ich bin ja auch Gast im Aufsichtsrat des RMV, deswegen kenne ich auch ein bisschen die Zahlen aus Hessen. Es ist ja tatsächlich wahnsinnig erfolgreich, das 365-Euro-Ticket, dahingehend, dass es die NutzerInnenzahlen tatsächlich ja auch stark nach oben gedreht hat. Das bedeutet aber natürlich, neue Nutzerinnen und Nutzer bedeutet auch wieder neues und zusätzliches Angebot. Also wir drehen uns auch immer wieder um die Frage des Angebotes. Und hier haben wir in Rheinland-Pfalz noch eine etwas andere Situation, auch in Hessen. Wir haben hier einfach Regionen in Rheinland-Pfalz, wo es noch gar keinen ÖPNV gibt oder wo wir vielleicht am Tag zwei Busse haben. Da wird es die Aufgabe sein, in den nächsten Jahren erstmal ein Grundangebot zu schaffen, weil wo kein Angebot besteht, macht auch ein 365-Euro-Ticket erstmal keinen Sinn. Das heißt, für die Region, wo es schon ein gutes Angebot gibt, ist das gerade, um junge Menschen an den ÖPNV zu gewöhnen. Also wir erhoffen uns ja davon den Kohorteneffekt. Das heißt, dass die das Ticket dann eben nicht mehr abgeben, sondern dass die dann so ins Alter hinein gewöhnt sind, den ÖPNV zu nutzen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe ein Jobticket, da geht es einfach leichter in den Bus oder in die Straßenbahn rein, wie wenn man noch einen Fahrschein lösen muss und so. Also das erhoffen wir uns dafür. Aber für die Regionen, wo es bisher nichts gibt, wird die erste Aufgabe sein, das Angebot zu schaffen, damit man dort dann von einem 365-Euro-Ticket auch wird profitieren können. Da verweise ich, wenn ich darf, auch noch mal gerne auf das Nahverkehrsgesetz. Blaupause für zumindest einige Teile des Nahverkehrsgesetzes, also für diese ganz konkreten Umsetzungen, sind eben die ÖPNV-Konzepte Nord, ich hatte es erwähnt, oder dieses ÖPNV-Konzept, was jetzt auch im RNN umgesetzt wird, sukzessive. Und diese ÖPNV-Konzepte, mal ganz kurz zusammengefasst, zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie hierarchische Linien haben, dass sie
eine zuverlässige Reisekette ermöglichen. Und dass sie auch, das ist bei uns im ländlichen Raum schon ganz wichtig, dass sie eben auch in den Abend hinein verlängert werden, dass es an allen Tagen der Woche bessere getaktete Angebote gibt, die auch mit dem Rheinland-Pfalz-Takt, das heißt mit der Schiene verbunden sind. Und das ist eben sozusagen das, was wir auch mit dem Nahverkehrsgesetz landesweit erreichen wollen. Und es kommt dann natürlich noch die kommunale Pflichtaufgabe dazu, dass wirklich ein Meilenstein ist. Wir haben mit diesem Gesetz den Rahmen geschaffen für das modernste Nahverkehrsgesetz in Rheinland-Pfalz. Frau Dr. Ulrich, Sie hatten sich noch mal gemeldet dazu, bitte. Es geht jetzt gar nicht so sehr um das Nahverkehrsgesetz, sondern zu dem, was Sie gesagt hatten, Frau Eder. Das 365-Euro-Ticket, das so gut ankommt bei vielen, vielen Menschen, dass es im ländlichen Raum es gar nichts gibt. Ich glaube, dass wenn wir das Angebot auf Seiten des Umweltverbundes immer nur weiter erhöhen, uns aber nicht darum kümmern, wie wir die Autofahrer adressieren, werden wir immer nur innerhalb des Umweltverbundes kannibalisieren. Dann nehmen wir vielleicht halt irgendwann mal vor, die gute Straßenbahn, die Radfahrer, den Radfahreranteil vielleicht was weg. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir mit dem Umweltverbund stärken wollen, ein zielgruppenspezifisches Marketing machen müssen, um die Autofahrer zu adressieren. Die haben ganz andere Mobilitätsbedürfnisse als jemand, der mit dem Fahrrad fährt oder jemand, der mit der Straßenbahn fährt. Und da ist in meinen Augen noch ziemlich viel Luft nach oben. Ich glaube, das Bewerben von solchen Angeboten wie ÖPNV, wie Fahrrad, muss für den Autofahrer, und ich bin Marktforscherin gewesen, ich habe 20 Jahre lang mit Autofahrern geforscht, ich weiß schon, wovon ich rede, ich kenne meine Pappenheimer ziemlich gut. Da müssen andere Marketingkonzepte her. Man muss Autofahrer anders adressieren als jemanden, der ohnehin schon ein bisschen Erfahrung hat mit ÖPNV und ein Fahrradfahrer ist. Ansonsten kannibalisieren wir uns untereinander im Umweltverbund, aber wir kriegen die Autofahrer nicht raus aus ihren Autos. Ja, Stichwort AutofahrerInnen. Es gab eine Frage noch vorab, vielleicht können Sie auch noch da Ihre Einschätzung zu geben. Die Frage handelt sich um die Einführung von mehr Möglichkeiten auch an Bahnhöfen, an Haltepunkten, Park-and-Ride-Parkplätze zu machen, um da eben auch nochmal sozusagen die Möglichkeit zu schaffen. Es ging hier vor allen Dingen um einen Park-and-Ride-Bahnhof oder Parkplatz in Monzingen. Ich kann dazu sagen, ich sage jetzt mal direkt, wie wir zu solchen Initiativen stehen. Grundsätzlich stehen wir diesen Park-and-Ride-Parkplätzen sehr positiv gegenüber und es gibt auch die Möglichkeit, dass sie von Landesseite gefördert werden. Wir als Grüne sagen allerdings, es darf nicht nur an die Autos gedacht werden, sondern was ganz wichtig ist, sind auch Fahrradparkhäuser. In Mainz, weiß ich, seid ihr auch da dran oder es gibt jetzt eins, oder sichere Boxen für Fahrräder, die ja heutzutage auch nicht mehr nur der einfache Drahtesel sind, sondern gerade wenn die E-Bikes ins Spiel kommen, ja auch teure Anschaffungen. Das heißt, wir würden als Grüne sagen, ja, Parkmöglichkeiten an Haltestellen, Bahnhöfen, aber auch für alle. Wie beurteilen Sie diese Ideen? Also dann ist es so, dass der oder die Nutzerin halt nicht von vornherein ein ÖPNV-Angebot nutzt, aber die Hemmschwelle oder die Attraktivität des Umstiegs zu forcieren? Es gibt ja diesen Begriff Seamless Mobility, also nahtlose Mobilität, und um das zu garantieren oder zu ermöglichen, ist es ja absolut notwendig, dass man solche Umsteigepunkte auch so konzipiert, dass man von einem Verkehrsmittel aufs andere umsteigen kann oder dass man halt Fahrrad, ÖPNV kombinieren kann, Auto und ÖPNV. Das ist eine absolute Notwendigkeit, dass man das infrastrukturell auch vorbereitet, klar. Ups.
Es gibt noch eine Frage, die jetzt gerade reingekommen ist. Da würde ich mal sagen, das ist dann wahrscheinlich auch schon fast die Schlussfrage, aber es ist eine sehr attraktive Frage. Welche Mobilität ist wirklich nötig? Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Und welche Verkehre können aus Ihrer Ansicht, von Ihrer Ansicht nach auch vermieden werden? Vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Was, glaube ich, noch nicht so deutlich geworden ist heute Abend, zumindest meiner Meinung nach, ist, ja, es ist ein Riesenunterschied, ob wir über Städte sprechen, selbst wenn es kleine sind. Muss jetzt nicht Oslo oder Paris sein. Auch kleine Städte ist die Mobilitätssituation eine ganz andere, weil Sie gerade auch Park and Ride sagten. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ich zum Beispiel oben im Bereich Universität mein Auto stehen lassen könnte und dann seamless direkt in den Bus einsteigen könnte, eng getaktet, würde ich auf jeden Fall machen, gerade wenn wir mit der Familie unterwegs sind. Aber das kommen wir wieder zu der Bequemlichkeit, das muss dann halt wirklich nahtlos funktionieren. Und also auf jeden Fall Städte ganz anders zu diskutieren als jetzt ländlicher Raum oder eben auch Pendlerinnen und Pendler. Wie kommen wir vom ländlichen Raum in die Stadt, wenn wir da arbeiten? Welche Mobilität braucht es nicht mehr? Übrigens, ich glaube, Frau Eder, Sie sagten das, die Mobilität als Grundbedürfnis, das ist auf jeden Fall so, aber eben nicht der Besitz eines Fahrzeugs. Da hat sich auch viel getan übrigens. Ich beobachte bei meinen Studentinnen und Studenten Dinge, die wären in meiner Generation, ich bin Jahrgang 68 und komme aus dem tiefen Pfälzerwald, kann man sagen. Bei uns war es tatsächlich so, dass die, insbesondere die Jungs, wenn die 18 waren, die wollten den Führerschein. Und zwar nicht eine Woche nach dem 18. Geburtstag, sondern am 18. Geburtstag. Das war irgendwie so ein, kann mir das heute rückblickend auch nicht mehr so ganz erklären. Ja, aber das war damals so und das hat sich stark geändert und ich glaube, da ist gerade auch bei der jüngeren Generation eine ganz andere Bereitschaft, auf ein Auto zu verzichten. Ich habe manche Studentinnen und Studenten, Anfang 20, Mitte 20, die haben noch nicht mal mehr einen Führerschein. Ja, also unvorstellbar für uns damals. Und insofern hat sich da viel geändert und bewegt sich von alleine schon, glaube ich, in eine gute Richtung. Gerade wenn jemand in der Stadt wohnt, kann man da, glaube ich, auf vieles verzichten. Carsharing haben wir noch ganz wenig angesprochen heute Abend. Da haben wir in Mainz ja mit der Urstrom auch ein tolles Beispiel. Ich glaube, da haben wir also einerseits gerade in Städten so eine gewisse automatische Entwicklung, weil sich einfach die Menschen verändern. Und das wird sich dann schon in die richtige Richtung automatisch entwickeln auch. Und da müssen halt die richtigen Weichen auch dafür gestellt werden, dass das vielleicht noch schneller passiert. Ja, das stimmt. Stichwort Carsharing haben wir ja tatsächlich. Also man kann nicht alles ansprechen, aber es gibt im Rhein-Hunsrück-Kreis ländlicher Raum jetzt ein Pilotmodell, dass Dorfautos zur Verfügung gestellt werden, auf E-Mobilität-Basis. Es gibt auch eine Bürgerenergiegenossenschaft bei mir in der Region, die eben so ein Modell fährt und das scheint auch das scheint im ländlichen Raum tatsächlich gut anzukommen. Aber dann möchte ich Sie noch bitten, die Frage ja zu beantworten, wie viel Mobilität sein muss. Und welche Verkehre auch aus Ihrer Sicht vermieden werden können? Also ganz ehrlich gesagt, werde ich inhaltlich sicherlich nicht wesentlich was anderes sagen als Professor Türk. Es geht nicht darum, den Menschen Mobilität einzuschränken oder abzusprechen. Mobilität ist ein Grundbedürfnis, da bin ich absolut der Meinung von Frau Eder. Wir werden ein Leben führen, das immer mobiler sein wird, auch wenn wir Corona sicherlich ein paar Dellen in der Mobilität auch noch spüren werden. Dennoch sind wir eine Gesellschaft, die von Mobilität lebt und wo Mobilität ein zentraler Bestandteil ist. Das gehört zu unserer DNA und das wird auch nicht mehr rückgängig machbar sein. Wir müssen nur gucken, dass wir die Mobilität auch nachhaltig gestalten, dass wir sie ökologisch gestalten, dass wir sie so gestalten, dass sie die Anforderungen der Menschen
adressiert an Bequemlichkeit, an Flexibilität, an Freiheit und Unabhängigkeit, aber eben gleichzeitig auch klar machen, es muss eine Mobilität sein, die eben ökologisch vertretbar ist. Und dazu gehören ganz, ganz viele Formen von Mobilität, die eben nicht mit einem Besitz eines eigenen Autos zu tun haben, auch nicht mit einem eigenen Elektroauto. Es sind auch Elektroautos, verstopfen die Städte. Es ist also nicht getan, dass wir jetzt alle in BMW i3 fahren oder so. Das ist, reicht einfach nicht, sondern das ist nice to have, wer sich leisten kann, aber letztendlich müssen wir die Mobilität anders gestalten, aber doch nicht reduzieren. Das ist ein falscher Ansatz. Der Mobilität gehört zu uns, das wird sich auch nicht ändern. Die Frage ist, wie gestalten wir sie kundenfreundlich, nutzerfreundlich, aber dennoch ökologisch? Das ist die zentrale Kernfrage, die wir uns stellen müssen. Vielen Dank, Frau Dr. Ulrich. Katrin Eder würde ich jetzt noch zum Schluss gerne fragen, wie Sie, du hattest es schon erwähnt, wir haben über Stadt-Land gesprochen, nochmal vielleicht zwei Punkte, welche Maßnahmen du dir jetzt vorstellen kannst oder wünschst oder auch von der Politik einforderst, dass gerade die Problematik zwischen Land und Umland verbessert wird. Ich möchte es eben noch ergänzen mit den Wegen, die nötig sind, was die Frau Dr. Ulrich eben auch gesagt hat, weil da ein Aspekt noch fehlt. Es ist auch ganz viel Planung, welche Wege nötig sind und wie lang die Wege sind. Nur ein Stichwort, vielleicht auch wieder aus der städtischen Perspektive, aber das gilt natürlich auch für den ländlichen Raum. Wir benennen das hier in der Stadt immer als die Stadt der kurzen Wege und das gilt für den ländlichen Raum natürlich auch, dass wir sagen, dass wir Grundversorgung sicherstellen müssen. Also wenn wir Stadtplanung machen, bedeutet das eben nicht außerhalb des Dorfes oder des städtischen Vorortes die riesigen Supermärkte mit den großen Parkplätzen und innerhalb der Dörfer stehen die Geschäfte leer und man hat da keinen Nahversorger mehr, sodass man eben quasi gezwungen wird, mit dem Auto nach draußen zu fahren, um einzukaufen. Nein, wir müssen in der Planung, in unserer Stadtplanung, in der Planung vor Ort müssen wir schauen, dass wir eben die Rahmenbedingungen so gestalten, ist einigen dann oft hier wieder zu restriktiv, hier in der Stadt diskutieren wir da Zentrenkonzepte hoch und runter, aber ich glaube, es ist der richtige Weg. Wenn ich im Dorf mein Geschäft habe, ist es nicht nur sozial gerecht für die älteren Menschen, die Mobilitätseingeschränkten, die Kinder, es ist auch nachhaltiger, weil die Wege eben auch kurz sind und man eben auch mal schnell zu Fuß zum Bäcker gehen kann und eben nicht ins Auto steigen muss. Das einfach nur noch mal in Ergänzung zu dem, was Sie gesagt hatten, müssen wir alle Wege eigentlich machen oder kann man da nicht auch kritisch hinterfragen? Ich sehe das auch so, also ich möchte ungern den Menschen ihre Wege absprechen, aber man muss sie nachhaltig gestalten. Und wenn Corona vielleicht ein Gutes mit sich bringt, ist doch schon die Frage, mehr digital zu machen, vielleicht doch auch mehr Homeoffice zu machen, also der wenige Verkehr, den wir im Moment in der Stadt haben, der sorgt natürlich bei Lärm, bei Luftqualität und so schon für ganz positive Aspekte, auch wenn wir im ÖPNV im Moment nur bei 20% der Fahrgäste sind. Ich glaube, das wird sich wieder zum vorherigen Niveau zurückentwickeln, aber trotzdem ist das vielleicht der Aspekt, wo man mal fragen kann, ob vielleicht das eine oder andere mehr Homeoffice funktioniert. Aber ja, was erwarte ich mir von der Politik? Ja, dass wir jetzt schnellstmöglich mit diesem Landesnahverkehrsplan dann auch in die Gänge kommen, um eben diese Standards definiert zu bekommen, auf die dann die Grundlagen gesetzt werden können für eine entsprechende und ausreichendere ÖPNV-Finanzierung in Rheinland-Pfalz. Wir müssen viel stärker, Schienenreaktivierung ist ja vorhin schon auch von der Anne und von Bernhard gesagt worden, Elektrifizierung ist von Ihnen schon gesagt worden. Da muss natürlich ganz viel auch von Bundesebene passieren. Also das wird Rheinland-Pfalz alleine nicht stemmen können, sondern wir brauchen da eben Veränderungen. Vorhin habe ich das Stichwort standardisierte Bewertung gesagt, dass sich unter anderen Bedingungen einfach auch rechnet, in die Schiene zu investieren, um so ein starkes
Angebot zu machen. Es muss eine komplett andere ÖPNV-Finanzierung her. Man muss auch mal so Dinge diskutieren, wie sie in Tübingen und in Baden-Württemberg diskutiert worden sind, ob man eine Abgabe zum Beispiel einführen könnte, über die man auch einen ÖPNV finanziert. Also solche Modelle, ich glaube, wir müssen da einfach ganz neue Wege in den nächsten Jahren debattieren. Und vor Corona war eigentlich wie so im ÖPNV, aber auch im Radverkehr so eine Aufbruchsstimmung da. Ja, Verkehrswende, jetzt da haben plötzlich Leute über Verkehrswende geredet. Die hätten früher wahrscheinlich Hustenanfälle bekommen, das Wort nur aussprechen zu müssen. Und die philosophierten vor Corona über die Verkehrswende. Das war eine ganz tolle Aufbruchsstimmung. Und dann kam Corona für in vielen Bereichen ganz furchtbar. Und deswegen hoffen wir, dass das schnellstmöglich vorbeigeht und sich im Verkehrsbereich diese Aufbruchsstimmung in der Verkehrswende wieder auflebt und wir dann dazu kommen, eben, dass dann das Geld statt in Hilfspakete dann auch wieder in den Umbau, in den klimafreundlichen Umbau auch im Bereich Verkehr wieder reinfließt. Ja, vielen Dank. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort für diese Veranstaltung. Und ich glaube, meine Gäste sind alle Beispiele dafür, wie man an verschiedenen Stellen eine nachhaltige Verkehrspolitik und auch eine Mobilitätswende unterstützen kann mit ganz verschiedenen Modellen. Mobilität ist vielfältig, wir Menschen sind vielfältig und es ist immer für alle das beste Mittel zu suchen. Wir werden weiterhin dafür streiten, als Grüne und auch als Grüne Fraktion möglichst passgenaue Modelle zu finden und eben die individuelle Mobilität auch jenseits des eigenen Autos zu verbessern. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauer bedanken, aber vor allen Dingen natürlich auch bei meinen Gästen auf dem Podium, Frau Dr. Ulrich, Herr Dr. Türk, Frau Eder. Es gibt noch Geschenke bei unserem Abholtisch. Leider können wir das diesmal nicht so ganz persönlich machen. Wir haben aber eine kontaktlose Übergabe gewährleistet. Vielen Dank nochmal. Ich hoffe alle, dass wir uns zu unserem nächsten Mobilitätswende-Kongress, den wir mit Sicherheit auch wieder im nächsten Jahr machen können, in gewohnter Form treffen können. Mit vielen Menschen, die begeistert sind, an einer Mobilitätswende mitzuarbeiten. Ich wünsche Ihnen